Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Campingblog. Und wir befinden uns gerade auf einem Campingplatz, der heißt nämlich Naturpark Camping Prinzenholz in Eutin in Schleswig-Holstein und uns gefällt es hier richtig gut und wir haben uns jemanden eingeladen und zwar Anna. Ich würde sagen, Anna kommt einfach mal rein, wir haben sie zu Besuch. Moin Anna! Hi! Wir dachten uns mal... Ich freue mich, dass ich mich in die Mitte setze. Ja, na klar, wir haben auch extra noch einen Kaffee gekocht. Oh, herrlich. Wenn man schon so einen schönen Campingplatz hat, dann kann man auch mal ein bisschen Kaffee kriegen. Finde ich gut. Willkommen bei uns im Zelt. Dankeschön. Und ich habe sogar gesehen, hier, ich krieg sogar unseren Becher. Die haben wir ganz, ganz stolz als Powerfans bei euch im Merchandise-Shop gekauft. Ja, wir haben ja auch noch die Flasche gekauft. Also wir sind jetzt gut ausgerüstet. Wir haben ja wirklich hier einen richtig schönen Platz. Prost Kaffee. Prost Kaffee. Oder? Prost. Wir haben hier ja einen richtig schönen Platz erwischt, direkt am Wasser. Und wir haben dann noch so eine Kleinigkeit für dich als kleines Dankeschön. Den Mädels war langweilig. Oha. Und Nee. Ah, oh, wie cool ist das denn? Guck mal. Das ist ja cool. Wann habt ihr das denn gemacht? Als gestern. Es gewittert hat? Nein, gestern haben wir es gemacht. Mega. Ja, ist es super. Ist eine Kleinigkeit. Hänge ich mir direkt dran. Ich habe da nichts zu beigetragen. Nee? Doch, du hast vorgemalt. Ich habe das vorgemalt. Also insofern, soweit. Hast gut gemalt. Ja, das hat gut gestickt und hat schön gemalt. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Und guck mal, passend zu dieser Farbe hast du heute auch einen Lidstrich. Ja, und eigentlich war es passend zum T-Shirt, aber. Sehr schön. Ja. Wir lieben diesen Platz hier, ganz im Ernst. Und wir haben aber schon gesagt bekommen von ganz, ganz vielen Nachbarn, dass man hier immer sehr, sehr früh buchen sollte. Also die Plätze gerade in der ersten Reihe sind ja sehr, sehr beliebt. Ne? Mhm. Also das haben wir jetzt auch schon. Wir werden auf jeden Fall noch diesen Aufenthalt für nächstes Jahr schon buchen, damit wir auf jeden Fall wieder hier schön stehen können in der ersten Reihe. Also mit dem See, das ist ja schon richtig gut. Ich meine, besseren Ausblick als hier kann man ja auch nicht haben. Also mehr geht nicht, ne? Nee, das ist richtig. Man kann Frühschwimmen machen. Man kann quasi direkt vom Zelt ins Tretboot springen. Ja, stimmt. Da kann man ja bei euch auch relativ viel machen. Also Tretboote, was habt ihr noch so? Ja, wir haben so Tretboote und Subs. Ich habe euch schon auf den Tretbooten vorbeifahren. Ja. Das ist jetzt mittlerweile so eine kleine Leidenschaft geworden. Dann haben wir Subs und Ruderboote und wenn man möchte, kann man auch Kanu oder Kajak fahren. Und wenn man seekrank wird, E-Bike. Oder eBay. Ja. Wir haben das schon alles auskundschaftet, was man bei euch so kann. Letztes Jahr waren wir auch schon hier und wir werden Wiederholungstäter. Immer wieder. Ja. Ja, ich muss sagen, ich bin ja so ein Fan von Liebe zum Detail. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber das mag ich überall, ja ganz gerne. Das ist halt das Schöne an dem Campingplatz. Überall, wo man hingeht, fühlt man sich so ein bisschen so geschmeichelt, weil das irgendwie alles so willkommen ist und einfach schön. Und man kann einfach überall was entdecken. Mhm. Ob das nun der Taucher mit der Taucherglocke im Waschhaus ist. Ich finde das Kompliment, diese Komplimentmaschine prima. Die Schimpfmaschine im Herrenklo. Also wir haben hier auf jeden Fall viel zu entdecken. Und also seid gerne, gerne bereit, mal hier vorbeizukommen. Es lohnt sich sehr. Der Platz, wir haben ja auch den schon auch viel gezeigt. Und insofern... Ich freue mich sehr, aber bucht rechtzeitig. Bucht rechtzeitig, besonders wenn ihr in die erste Reihe wollt. Ja, dann auf jeden Fall. Aber wir haben es ja auch schon früh gemacht. Wenn man mal überlegt, es war ja auch schon, ist ja auch schon einige Monate her, oder? Das stimmt, das stimmt. Das muss also, Übergang Winter, Frühjahr gewesen sein. Ja. Also. Aber selbst wenn man es nicht ganz rechtzeitig schafft, der Platz ist terrassenförmig aufgemacht. Man hat hier relativ guten Blick auf den See. Immer. Also, die Tretboote werden hier auf jeden Fall von fast allen Plätzen gut gesehen. Ja, und wir sind ja auch begeisterte Zeltfans. Das habt ihr ja schon gesehen. Es gibt hier ganz viele Leute, die mit Zelten kommen und das finden wir auch super schön. Und dann haben wir eine Küche für die Zeltler. Man kann sich so Cold Packs irgendwie ausleihen, ne, die man dann abgeben kann. Oder eine Ladestation für Handys. Ich glaube, da gibt es schon einiges, wenn man mit dem Zelt kommt. Und tatsächlich die Gemeinschaftsküche, man darf nicht vergessen, also da ist eine voll ausgestattete Küche. Nicht nur Herd oder so, sondern da ist wirklich alles. Also
vom Besteck bis hin zum Teller und alles. Also das ist schon, da haben kann man schon viel benutzt. Mit anfangen. Haben wir auch letztes Jahr schon benutzt. Stimmt, richtig. Als wir mit dem Dachzelt hier waren. Also wenn ihr mit leichtem Gepäck kommt, habt ihr auch genug da, was ihr nutzen könnt. Ja. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich euch kurz besuchen durfte. Ich freue mich für dieses wunderschöne Geschenk hier. Ich mache mich jetzt gleich mal wieder auf den Weg. Und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend nochmal zum Falafel-Essen. Ja, auf jeden Fall. Ja? Wir freuen uns. Ich freue mich auch. Tschüss. Tschüssi.